Herr Dr. Niederbühl, Sie müssen mit mir reden, sonst kann ich Ihnen nicht helfen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Jetzt kommen Sie, es ist doch ganz einfach. Was wünschen Sie sich für Weihnachten? Was meinen Sie, was wünsche ich mir? Für den Weihnachtsabend, wie möchten Sie ihn verbringen? Was sind Ihre Träume, Ihre Vorstellungen? Verbringen, Vorstellungen, Träume? Ich möchte einfach nur mal zu Hause sein. Wissen Sie, wie viele Leute sich verletzen beim Weihnachtstruthahn aufschneiden? Ständig verbrennen sich irgendwelche Leute die Finger. Ich bin jeden Tag im Krankenhaus. Jedes Weihnachten muss ich irgendwelche Leute zusammenflicken, weil sie sich irgendwelche Geschenke machen, die sie verletzen. Das heißt, Sie möchten an Weihnachten selber mal die Gans anschneiden und nicht einen Menschen? Ich habe noch nie die Gans angeschnitten. Ich war immer nur im Krankenhaus. Und wie haben Sie sich dabei gefühlt? Ja, wie konnten diese ganzen Kinder mit ihren verbrannten Fingern? Ich kann sie alle nicht mehr sehen. Gut, meine Diagnose... Reden wir jetzt nicht über Ostern! Frohe Weihnachten.